im wahrsten Sinne des Wortes eine Liga für sich. Frohe Ostern, gute Nacht. Wir schreiben Übergang 31.03., 1.04., das ist kein April-Scherz. Tut mir leid, ich bin auch noch FC Bayern-Fan. Tut mir leid, dass hier ein bisschen in diese Negativ-Vibration bzw. die Vibrations jetzt dieser Aufsager die Allianz Arena leider etwas agitiert. Das will ich auf keinen Fall. Der FC Bayern kann nichts dafür für solche Angestellte. Unglaublich. Seit Monaten warte ich auf die Gutschriften der unerlaubten Gebührennoten. Der Automat, der hier, bei dem ich war, zum Beispiel, hat mal zwei-, dreimal eine Einzahlung aufnehmen müssen, weil online leider wieder mal kein Zugriff möglich war. Und ich möchte nicht negative Messages haben von den Anbietern, die ich mit einer Überweisung bedienen muss. Und warum mein Kontostand immer 1 Euro, 2 Euro oder 3 Euro ist, hat folgenden Charakter. Ich möchte nicht immer hinterherlaufen, Videos, Podcasts fertigen müssen, damit ich das Geld wieder zurückbekomme. Gute Nacht. Das hat nichts mit Kundenservice zu tun. Gleich sehen Sie ein paar Fotos wie hier. Sind Sie denn zufrieden und so weiter und so fort? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Ach, ist das schön. Ja, tut mir leid, ich war real. Das ist wirklich eine Liga für sich, wie man mit dem Kunden nicht umgehen soll. Da bedanken die sich auch noch dafür. Es waren noch Kunden in der Filiale. Das ist cool. Da reißt einer mal die Klappe auf. Wir haben nämlich alle keine Chance. Ich warte auch auf meine Rückmeldung. Da sage ich, ja, sehen Sie, die HVB, die ist cool. Der habe ich sogar von einer anderen Bank noch zwei Immobilienkunden gegeben. Und die sagen auch, naja, die rationalisieren sich irgendwann mal ganz weg. Schöne Osternachrichten. Normalerweise, was die machen mit den Kunden, ach, gehen Sie doch bitte in die Südstadt. Da ist Ihre Kundenbetreuer und so weiter und so fort. Wegschieben, wegschieben. Jetzt haben wir April in wenigen Stunden. 18. Ich warte immer noch. Also wenn ich Menschen einfach ungestattet Geld wegnehme, dann kommt der Paragraph und vorher kommen die Handschellen. Richtig? Die kommen und die klicken dann für längere Zeit. Und der nächste Podcast, der dann kommt, kommt Stück für Stück separat oder zusammengefasst. After Show Eastern live in Nürnberg mit den weiteren Kunden, die auch auf ihre Rückvergütung warten. Von wegen unter anderem das sogenannte gebührenfreie Konto und so weiter. Das wäre ja gar nicht so schlimm. Wenn aber das Internet online nicht funktioniert, ich das mitteile. Aber ich möchte natürlich ordnungsgemäß, fristgemäß, wie ich schon am Anfang zitiert habe, auch rezitiert habe, mitteilen, dass ich nichts Negatives in der Schufa oder bei einer Kundenführung in einer Bank haben möchte. Verstehen Sie das? Es gibt Gründe dafür. Und dann komme ich heute zur Bank, 2,83 Euro auf dem, wie sagt man, auf dem Kontoauszug. Aber
auf dem Terminal minus 6,44 Euro circa oder 6,40 Euro minus. 20 Euro wollte ich nur einzahlen. Gott sei Dank schaue ich noch mal darauf, dass die auch dann tatsächlich drauf sind. Nein, es sind nur noch 14 Euro drauf. Ich wäre ja fast gefahren und hätte online dann meine Transaktion getätigt, meine beiden. So, wo kommen wir dahin? 11,99 belastet, Rücklassschrift. Nicht gerechtfertigt, blau.de. Ich warte auf die Gutschrift, lieber Bankvorstand. Es gibt zahlreiche Kunden, wie durch einen Zufall, durch einen Sportverein in Franken, durch noch einen Sportverein, kommt das alles an meine Ohren. Da haben Sie Pech gehabt. Und ich lasse das nicht so stehen. Spiegel sagt, sagen was ist, ich sage, sagen was ist, zeigen was ist, im Sinne des Grundgesetzes, die Würde ist unantastbar, auch die Bankkundenwürde. Haben Sie verstanden? Auf den Bühnen dieser Welt mehr Mensch. Wir haben das Osterfest, Weihnachten gerade ein Quartal vorbei des Jahres. Na dann, gute Nacht. Und heute gab es nochmal ein besonderes, wie gesagt, offenes Wort vom Papst aus Rom. Lassen wir doch diese Gehässigkeiten gegenüber Kunden. Stellen Sie sich mal vor, gewisse Menschen kennen mich nicht im Rollstuhl zum Beispiel und den wird einfach abgebucht. Da kannst du E-Mail schreiben, da kannst du anrufen. Die lassen dich warten. Ja, in welchem Unternehmen geht es denn sonst noch? Dienstleistungsgewerbe geht es denn sonst noch? Mache ich das in einem Supermarkt, ist die Polizei vor dem Ausgang. Sie haben hier einen Euro 11 gestohlen, 11,99 gestohlen, 2,99 gestohlen und so weiter und so fort. Was macht die Bank? Nichts anderes. Also schalten Sie das Hirn ein, wenn Sie es mit Kunden zu tun haben möchten. Wenn das der Fall ist und die Gutschriften kommen, kommen verschiedene Gelder auch wieder zurück. Viel Glück! Galacom.tv. Da trifft garantiert das Credo zu, dass Sie sich auf das Blatt geschrieben haben. Eine Liga für sich, mehr Mensch. Und eine Allianz for a better planet. Und das schicke ich auch. Einen Allianzvorstand und einen Richtervorstand. Und dann schauen wir mal, wann kommt die Gutschrift und die Schadenswiedergutmachung meiner Würde. Sie verstehen? Ich hoffe, Sie haben gut zugehört und Sie haben jetzt bei YouTube die Möglichkeit, 1 Million Mal und vielleicht ein bisschen öfters genau auf die Akzente zu achten, was diese Wortmacht dann noch macht. Hören Sie genau zu. Viel Spaß. Denn Menschenrechtspreisträger Straßenstädte und Menschenrechte sind nicht dafür da, dass sie nur geschrieben und gesprochen werden. Denn sie sind dafür da, dass sie in der Tat gelebt werden. Sie verstehen? Alles Gute. Frohe Ostern. Courage worldwide. Würde, guten Morgen.